Die Tesla-Aktie meldet sich mit einer Kursexplosion zurück. Nach diesem deutlichen Kurseinstieg haben die Experten ein Problem, denn sie haben sinkende Absatzzahlen, geringere Gewinnmargen, alles weitere vorausgesagt. Selbst Tesla reduziert die Preise in wichtigen Absatzmärkten wie China. Und trotzdem geht die Aktie nach oben. Wir schauen uns das am Chart an. Ihr gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, Kommentare unten drunter. Und dann hangeln wir uns jetzt an den Zeitzielen und an den Kurszielen vor. Wird die Aktie um 70%, 100% oder vielleicht sogar über 130% in den nächsten 15 Monaten steigen? Das ist Thema des heutigen Videos. Also rüber ab an den Chart. So, wir haben hier den Tesla-Chart. Jede Kerze ist ein Tag. Und wir haben seit der Aufwärtsbewegung, die im Januar 23 gestartet ist und hier im Juli 23 ihr Ende gefunden hat, meines Erachtens sehr wahrscheinlich eine Welle A zu Ende sehen. Dann dieser Runterlauf war eine Welle B, die dann am 22. April, also letzten Montag, ihren Tiefpunkt gesehen und finalisiert hat. Und seitdem sehen wir eine impulsive Aufwärtsbewegung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier eine A, B haben, muss dann nach dem Alphabet eine C folgen und nach Elliott-Wellen muss diese fünffällig sein. Das heißt, wir wollen jetzt sehen eine 1, 2, 3, 4, 5. Diese Welle 1, müssen wir gucken, wo die zu Ende geht. Ist sie vielleicht schon zu Ende? Und im weiteren Verlauf vom aktuellen Stand, wir sind jetzt bei 194,05 US-Dollar je Anteilsschein, habe ich ein erstes Ziel und zwar bis Ende Oktober von 336,28. Ja, das wäre vom aktuellen Standpunkt aus, wenn wir dorthin laufen, ein Anstieg von über 70%, knapp 74%. Was nur die Aktie macht, ohne Hebelscheine, Knockout-Zertifikate, Optionsscheine und so weiter, das ist der reine Anstieg, den ich erwarte für die Tesla-Aktie. Und zwar noch im Laufe diesen Jahres. Dann gibt es dort eine Erweiterung. Ja, wir wissen, dass die fünffällig ist. Das heißt, diese Welle 5, die ich jetzt hier oben für die erweiterte Ziel gesetzt habe, kann auch hier schon zu Ende gehen. Ja. Und im Anschluss muss dann diese Welle 3 natürlich korrigiert werden in einer Welle 4, um dann im nächsten Hochlauf, das sind die weiteren Ziele, das heißt, bis Ende Februar können die 408 US-Dollar erreicht werden und sogar in der Ausdehnung, zu der es aber nicht kommen muss. Ja, also Minimumziel, was ich hier oben sehe, ist das Maximumziel von 458 US-Dollar. Bis in den August 25 hinein. Das heißt, 15 Monate wären hier noch Zeit, das abzuarbeiten. Dann hätten wir ein Anstiegspotenzial von 137% in den nächsten Monaten, beziehungsweise 462 Tage, wie uns das System hier gerade anzeigt. Davon sind 317 Handelstage. Okay, wo müssen wir kritisch werden? Wenn wir nochmal korrigieren, dann erwarten wir ja das in Form einer Welle 2, die gerne diese Welle 1, hier ist noch nicht klar, ob die bereits zu Ende ist oder noch mitten in der Ausbildung, weil wir hier ja doch Kurslücke 1 gehabt haben in der letzten Woche und hier nochmal eine Kurslücke hatten am Wochenende zum Montag. Von daher können wir das ja gar nicht in die Bewertung mit einfließen lassen, weil wir ja gar keine Kursstellung in diesem Zwischenraum, in diesen beiden Zwischenräumen hatten, mag ich eigentlich nicht, aber das ist nun mal bei einer volatilen Aktie wie einer Tesla so der Fall. Also wir erwarten natürlich dann, wenn diese Welle 1 zu Ende geht, eine Korrektur, die kann auch ein bisschen komplexer sein, dass die Welle 2 so 61,8, 78,6 zurückfällt. Wenn sie darunter fällt, ja, über 80% von der Welle 1. Dann müssen wir schon kritisch werden, weil ein Stop-Loss muss ja spätestens auf das Tief von letzte Woche Montag gesetzt sein, also bei 138,80. Wir müssen aber schon kritisch werden, wenn wir mehr als 80% dieser Welle 1 korrigieren, weil dann deutet sich gegebenenfalls darauf hin, dass der Stop-Loss auch
gezogen wird und könnten da vielleicht sogar noch ein, zwei, drei Dollar früher aussteigen, denn das Geld, was wir nicht verlieren, können wir wieder anlegen. Also, ihr habt gesehen, welche Möglichkeit jetzt bei der Tesla-Aktie in den nächsten Monaten möglich ist. Für die Edelfans auf dem YouTube-Kanal von mir, die bekommen jetzt nochmal eine detailliertere Analyse. Und zwar, wie das dann auch umgesetzt werden kann, profitabel umgesetzt werden kann, wo genau der Stop-Loss zu setzen ist, um hier ein großes Stück der Aufwärtsbewegung rausschneiden zu können. Also die Empfehlung meinerseits, werdet Edelfan von diesem Kanal und dann hören und sehen wir uns natürlich hier wieder auf YouTube. Ich melde mich ab, einen hervorragenden Maisprung wünscht euch euer Stefan Bode hier aus Hannover.